Hallo meine Lieben, und zwar habe ich ein neues Video für euch. Ja, ich bin ein bisschen fertig aus. Ich bin aber auch jetzt müde. Von meinem Mann, die Eltern und der Bruder und von dem Bruder, die Freundin waren heute bei uns. Und die haben mir den flammneuen Roller vorbeigebracht vom Opa. Von meinem Mann, seinem Opa. Der hat ihn mir geschenkt. Genau, weil mein Roller, den ich ja hatte, der ist ja leider kaputt und den haben wir leider als Ersatzteilspender-Dingsbums verkauft. Und deswegen habe ich jetzt einen komplett flammneuen Roller. Ich kann ja mal so einen Short machen, die Tage. Genau, den haben sie mir mit dem Transporter runtergebracht. Und dann waren wir mit die haben auch noch jede Menge Kuchen mitgebracht. Da haben wir noch Kuchen gegessen, weil ich hatte belegte Brötchen habe ich gemacht gehabt und Cola hatten wir und Sprudel mit Zitrone habe ich fertig gemacht gehabt und halt eben Kaffee und so ein Gedönsen. Und haben ja in unserem Partyraum haben wir schön gesessen und gefällt meinen Schwiegereltern sehr, sehr gut, weil mein Mann hat ja alles selber gemacht dort drin. Und die waren ja seit letztem Mal, wo sie bei uns waren, haben sie den Partyraum alles noch gar nicht gesehen, auch wie das Haus gestrichen wurde, also noch gar nichts. Und das gefällt ihnen alles sehr, sehr, sehr gut. Und wir haben uns ja das letzte Mal im November gesehen, wo ich mit meinem Mann ja in Thüringen war, wo wir mit dem Flixbus runtergefahren sind. Das ist auch schon fast ein halbes Jahr her. Und ja, die haben Kuchen noch mitgebracht gehabt, da haben wir schön zusammengesessen, haben uns unterhalten und so alles. Und ja, genau. Dann haben meine Schwiegereltern haben mir einen ganz großen Karton mit den ganzen limitierten Coca-Cola-Gläser von Mc's mitgebracht. Das hier ist von limitierte Edition von 2023. Das habe ich nicht mehr bekommen, dieses Neon-Pinke. Das ist richtig geil. Und die sind alle original eingepackt. Dann habe ich auch ein neues limitierte Glas bekommen von diesem Jahr, das blaue. Jetzt habe ich das blaue und das türkise. Genau. Und dann von den ganzen limitierten, den vergangenen Jahren. Jetzt habe ich so viele Coca-Cola-Gläser. Finde ich mega nice für unseren Partyraum. Und meine Schwiegereltern haben uns noch vom Klobus diese Roster mitgebracht. Da sind 10 Stück drin. Die Hälfte friere ich ein. Und ich und mein Mann werden morgen welche machen. Genau. Und wir waren dann noch schön in der Stadt spazieren gewesen und waren da noch schön im Restaurant gewesen und haben dort noch gegessen zusammen. Und dann, ja, ging es leider ans Verabschieden wieder und sind wir jetzt auf dem Weg nach Hause. Und wie gesagt, ich meine, die kommen jetzt entweder die Sommerferien für etwas länger zu uns oder wir fahren zu denen hoch. Das müssen wir noch gucken und absprechen. Das wissen wir noch nicht genau. Aber wir sehen uns dieses Jahr auf jeden Fall nochmal wieder. Genau. Also war sehr, 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 sehr schön gewesen. Ja, genau. Jetzt war ich mit meinem Mann auf dem Nachhauseweg. Waren wir gerade noch im Lidl gewesen und wir haben noch ein paar Teile eingekauft. Das zeige ich euch. Also wir haben hier so eine kleine Action-Tüte voll. Mein Mann hat sich für 9,99 € eine neue von Parkside, eine neue Arbeitshose geholt. Ich mach mal gerade hier Licht an. Eine neue Arbeitshose hat mein Mann sich geholt, eine kurze. Hier mit diesen Taschen. Ist halt von Parkside halt, ne? Und mein Mann hat halt wie eine neue gebraucht. Deswegen haben wir die mitgenommen. Mein Mann hat sich auch noch Zigaretten geholt und ein Energy. Ne? Dann haben wir für 59 Cent eine Gurke geholt. Dann haben wir für 1 Euro paar zerquetschte 1 Kilo Möhren. Für uns, für meine Jungs, meine Hunde kriegen auch zwischendurch mal so ein kleines Stückelchen. Dann haben wir für, ich meine, die waren im Angebot gewesen, für 2 Euro paar zerquetschte diese Milky Ways. Dann für 1,39 habe ich mein Presso in Kräuter noch mal geholt. Mein Mann hat sich diese Bupple Vollmilch-Luftschokolade da genommen. Für 1,19 € haben wir noch mal Brötchen mitgeholt. Dann haben wir für 65 Cent noch eben Pfand noch mal eine Coke. Und für 1 Euro noch was haben wir uns diese Cabanossi-Stangen mitgenommen, österreichischer Art, für
heute Abend vom Fernsehen zu schnabulieren. Und das war es auch schon gewesen. Genau. So. Und ja. Wie gesagt, ich habe den Temu XXL Holder. Habe ich schon abgefilmt. Werde ich jetzt irgendwann die Tage, nächste Woche glaube ich, hochladen. Ich werde aber gucken, dass ich sehr wahrscheinlich morgen oder wann, ich weiß, und nicht irgendwann auch die Tage von Seven Creed das noch abfilme. Das ist auch eine neue Kooperation, die ich habe. Das habe ich euch ja mit dem Short gesagt. Und ja, genau. So, jetzt werde ich hier mal verräumen und mal gerade die ganzen Teller und alles so und Tassen mal spülen. Und ja, dann werde ich mich abschminken, mich umziehen, die Hunde draußen laufen lassen kurz und dann auf die Couch gehen. Damit tun höllisch nämlich die Beine weh. So, und dann würde ich sagen, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Däumchen ist ein Träumchen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr keins meiner Videos. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao.